1,7 Millionen Hektar deutscher Landwirtschaftsflächen sind inzwischen ökologisch bewirtschaftet. Inzwischen wird mehr als die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt. Wir ertragen Anblick und Nebenwirkungen der Windräder, denn es gibt einen breiten Konsens. Und wir haben uns ganz bewusst das Thema Nachhaltigkeit gewählt. Alle sind dafür, dass Deutschland Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit ist. Wichtige Vorhaben der Nachhaltigkeit sehr viel stringenter voranbringen. Wir brauchen beides. Ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit. Ohne das Ganze, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es auch nicht nachhaltig. Klaus-Dieter Hubke ist Professor für Geographie in Heidelberg. Die Erde ist sein Forschungs- und Lehrobjekt. Von tatsächlicher, umfassender Nachhaltigkeit hat der Forscher allerdings noch nichts entdeckt. Wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist eine rhetorische Nachhaltigkeit, die vertreten wird von allen Parteien. Und das andere ist das, was wirklich gemacht wird. Ich bin Geograf und damit auch mit Raumplanung befasst. Und ich höre seit Jahrzehnten, wir müssen weg vom Individualverkehr, wir müssen hin zum öffentlichen Verkehr. Und das stimmt natürlich auch. Gerade in den neuen Ländern in der Entwicklung, es wurde genau das Gegenteil praktiziert. Es wurden Bahnstrecken stillgelegt, es wurden Buslinien aufgekündigt. Der Trend geht immer noch, sofern sie es noch steigern lässt, immer mehr zum Individualverkehr. 1400 neue E-Autos sollen in Brandenburg bald vom Band rollen. Pro Tag. Emissionsfrei, nachhaltig, grün. Angeblich. Dass die Fahrzeuge aus Nickel, Lithium, Kobalt bestehen, die mit extrem hohen Energiekosten unter oft problematischen Bedingungen abgebaut werden, sieht man nicht in der deutschen Statistik. Nachhaltig ist das nur für den Unternehmer, sagt der Geologe. Im letzten Jahr gab es einen denkwürdigen Tag. Jemand hatte errechnet, dass die Masse aller künstlichen Dinge von diesem Tag an die Masse allen Lebens auf der Erde übersteigt. Und sie wird mehr, mit jeder Sekunde. Man weiß manchmal bei dieser Wirtschaftsordnung nicht, ob man sie mehr hassen oder mehr bewundern soll, sage ich immer wieder. Diese Gesellschaftsordnung kann sehr vieles, diese Wirtschaftsordnung, aber sie kann eins nicht. Sie kann nicht Nullwachstum. Man kann ja auch sagen, die Wachstumsökonomie hat eigentlich die Vorstellung, dass Wirtschaft so etwas ist wie ein Fahrrad. Wenn man anhält, kippt es um. Das ist ja totaler Blödsinn. Das ist durch nichts belegt. Aber wir haben sozusagen ein Glaubensbekenntnis, was von der Standardökonomie und von der Standardpolitik von morgens bis abends vorgetragen wird. Und was immer sagt, wir brauchen Wachstum. Aber niemand sagt, Wachstum ist gesteigerter Verbrauch. Es ist nur gesteigerter Verbrauch. Es ist ein anderer Begriff. Wir stecken mit unserem Kulturmodell so fest wie die mit 20.000 Containern beladene Ever Given im März letzten Jahres im Suezkanal. Hilflos eingeklemmt zwischen Vergangenheit und Zukunft. So beklagt es der Philosoph Harald Welzer auch in seinem demnächst erscheinenden Buch Nachruf auf mich selbst. Aufhören steht nicht im Plan unserer Gesellschaft. Dabei wäre es nicht nur nötig, sondern auch möglich. Und es ist sowas wie ein gefühltes Menschenrecht, dass ich sozusagen jedes Jahr mehr habe. Aber das ist Quatsch. Es war 200.000 Jahre in der Menschheitsgeschichte nicht so, dass man jedes Jahr mehr gehabt hat. Und es macht auch keinen Sinn, dass man jedes Jahr mehr hat. Die Leute ersticken ja unter den Konsumentscheidungen. Wir trennen Müll, auch wenn ohnehin das meiste nur verbrannt wird, sparen Wasser im Klo, verurteilen Tierhaltung als ökologisches Desaster. Hubke zählt in seinem Buch »Warum Nachhaltigkeit nicht nachhaltig ist« zahllose Beispiele für Mogelpackungen auf. Für am wirkungslosesten hält er den Appell zu persönlichem Verzicht. Sie könnten jetzt sagen, es ist ein ganz kleiner Effekt. Ich sage, ich runze ein bisschen ab. Es ist ein Nulleffekt. Also was der Einzelne tut, bezogen auf das Weltklima, bezogen auf als nachhaltig geltende Aktionen, hat den Wert von 0, nix. Aber gleichzeitig, wenn wir auf die Fernreise verzichten, nehmen wir unserer Familie, ich gehe jetzt von der einkommensstarken Mittelschicht aus, natürlich viele Freizeit-, Urlaubs- und Vergnügungsmöglichkeiten. Das heißt, auf der Ebene der Familie ist der Verzicht und der daraus erkennbare Gewinn in keinem richtigen Verhältnis zueinander. Die Verantwortung auf die Konsumentscheidungen des Einzelnen abzuwälzen, bringt wenig. Der Verkehr, ob am Boden oder in der Luft, hat gegen jede Einzelbeteuerung stetig zugenommen. Allein Politik als demokratisches Instrument kann und muss auf die CO2-Erzeuger Einfluss nehmen.
Von einem einst führenden Land in der Klimapolitik ist Deutschland auf Rang 19 abgerutscht. Parallel dazu hat das Gerede von Nachhaltigkeit große Karriere gemacht. Es wird von unserem Lebensstandard abgehen. Dieses Integrative, wir machen eine bessere Welt und alle profitieren davon, Natur, Wirtschaft, sozialer Ausgleich, das wird nicht gehen. Ich muss das System verändern. Ich muss eine Wirtschaftsform entwickeln, die nicht zerstörerisch ist. Das kann auch eine kapitalistische Wirtschaftsform sein. Kapitalismus ist die geschmeidigste Wirtschaftsform, die es in der Geschichte jemals gegeben hat. Warum soll der Kapitalismus nicht aufhören, seine eigenen Voraussetzungen zu zerstören? Aber dazu braucht es eine Abkehr von diesem Glauben, von diesem magischen Gesundbeter-Glauben, dass man nur irgendwelche Worte austauschen müsste und dann könnte man mit der Steigerungslogik weitermachen. Das ist totaler Quatsch. Naja, man muss das runterfahren, den Scheiß.